So, guten Morgen, Kinners. RLP hier und weiter geht's mit dem Firefighting Simulator. Ja, wir haben hier eine neue Mission: Lauffeuer im Park. Das kann ja wieder nur gut werden. Endlich mal ein Feuer im Freien, ja. Na toll, da kriegt das noch mehr Sauerstoff als ohnehin schon. Als ich die Fenster damals eingehauen habe mit der Axt, ey, das war ja auch nicht die beste Taktik. Und jetzt steht der Nationalpark oder was auch immer, lichterloh in Flammen oder ist es irgendwie, keine Ahnung, ein Freizeitpark oder so. Ich weiß es nicht. Wir löschen es natürlich wieder. Wir sind ja jetzt der komplette Profi. Also im letzten Video haben wir ja tatsächlich ja die Toilette vom Verbrennen geschützt. Und das ist einfach ein Indiz dafür, dass man jetzt es voll drauf hat als Feuerwehrmann. Definitiv. So. Yay, wir können da wieder hingurken mit unserem Kollegen. Was macht der Typ eigentlich? Also ich habe bisher den Kollegen da noch nie gesehen. Also der fährt so auch immer in die Richtung, wo ich hinfahre. Aber am Ende ist er dann einfach futsch. Ja, was macht der? Fährt er dann zum nächsten Mc's und schiebt sich die Big Macs rein? Oder denkt er sich so, ja, der ist ja noch dreister als ich, der schiebt sich die Autos ja noch mehr weg als ich. Also da müssen wir ein bisschen Tacheles mit dem reden. Und mit Tacheles reden meine ich, wir rammen den mal, um ihn auf sein Fehlverhalten hinzuweisen. Na toll, wir sind ja schon da. Aber das wird eine schnelle Mission, Leute. Da kann ich mir jetzt nicht so schwer vorstellen. Was heißt denn 360-Check? Da steht ein Baum mit Flammen. Mitten im Freizeitpark. Das gibt's doch nicht. Ja, Freizeitpark ist es nicht. Nationalpark, keine Ahnung. Ja, einige Leute wollen die Welt wieder nur brennen sehen. Zünden einfach mal random eine Parkbank an. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, da hat ein Obdachloser sein Haus, aka seine Parkbank, angezündet, um Geld von der Versicherung abzugreifen oder so. Warum brennt es hier sonst? Ich verstehe es nicht. Ah, shit, ich habe Discord angelassen. Was will ich denn jetzt mit der Axt? Will ich den Baum abhaken und in die Tiefkühltruhe legen, damit er nicht mehr brennt oder was ist los? Ey, das darf nicht wahr sein, RD. Das ist höchst inkompetent, was du hier veranstaltest. Kann ich das auch nicht irgendwie die Leute hier machen lassen? Das ist doch scheiße. Also irgendwie checke ich das Spiel noch nicht so ganz. Na, vielleicht hat sich hier auch jemand ein Lagerfeuer angemacht. Das kann ja alles sein, ja. Der wollte es hier ein bisschen entspannen. Am chilligen Lagerfeuer ein paar Marshmallows. Oh, scheiße, Mann, sonst schreibt ihr auch nie. Liebe Teamworks-Freunde. Genau, vielleicht wollte sich hier jemand Marshmallows im Park grillen, weil sein Ofen zu Hause kaputt war, beziehungsweise sein Herd. Und dann ist halt etwas schief gegangen. Ja, kann ich den, die Leute, muss ich wirklich jedes Mal die Schläuche selber fabrizieren? Das ist doch scheiße. Also das, das darf doch wohl nicht wahr sein jetzt. Das ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Ja, komm mal her, du Hans. Hallo. Darf doch echt nicht wahr sein hier. Hier, Nummer 2, komm her. Du brauchst auch einen Gartenschlauch in der Hand. Nein, nicht Werkzeug ablegen. Bitteschön. Wow, wir haben hier sogar echt noch mehr Schläuche. Okay, das ist natürlich Knorke. Jetzt finde ich auch mal das Feuerwehrauto von dem Hans. Ah, super. Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, liebe Freunde. So, Facht innen, Stahlrohr innen, brauchen wir. Das finde ich auch ein bisschen unnötig, dass du das erstmal wieder auf den Boden legen musst und dies und das und jenes. So, Nummer 3, komm auch mal her. Ach, der hat schon einen Schlauch. Hast du schon einen Schlauch, Kollege? Ja, du hast ja schon einen Schlauch. Was tigerst du dir dann rum? Wo hast du den Schlauch her? Lag der hier einfach rum oder was? Hat ein Kind damit gespielt im Park und den liegen lassen. Und du hast dir gedacht, hey, ist auch gut. Ja, wir brauchen ja nicht immer die offizielle Ausrüstung. Das ist dafür. Also mein Team teilweise echt unprofessionell. Ja, das ist zum Beispiel der Georg, der kommt immer besoffen zur Arbeit. Das ist der Hans, der kommt immer bekifft zur Arbeit. Und er, ja, benutzt einfach irgendwelche Wasserschläuche, die hier im Park rumliegen. Ja, aus dem 19. Jahrhundert oder so. Na, ja,
Da kommt immer noch Bier raus, ja. Früher, Leute, kleine Geschichtsstunde, haben die Leute nämlich gedacht, Bier, das knallt nicht nur rein, ja, wenn man es trinkt beim Menschen, sondern es knallt auch rein, wenn man Feuer löschen will. Und ja, dass man das Feuer halt mit Bier bestechen will, indem man dem Feuer halt Bier entgegen spritzt und dann geht das Feuer von selber aus, ja, weil das Feuer sich denkt, ah, oh, das ist nett, dass ich hier Bier bekomme. Ja, eh klar. So haben die Leute das Feuer im 17. Jahrhundert gelöscht, sind sie hier mit Feuerwehrauto überall angerückt und ja, kann man googeln, steht alles auf Stupidelia oder wie die Seite heißt. Kein Problem. Ja, sorry mit Discord jetzt, die können sich wieder nicht beherrschen. Normalerweise schreiben die nie was. Wenn ich ein Video aufnehme, ist eh klar. So. Okay, jetzt reicht's. Zack. Jetzt geht's weiter. Sorry nochmal. Also das ist die komplette Mission. Hier steht einfach nur so ein Baum in Brand. Also das ist bisher definitiv die einfachste. Klar, wir sind hier noch nicht durch, aber das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Ich weiß aber nicht, warum der Baum hier einfach mal brennt. Ist hier ein Blitz eingeschlagen? War Zeus wieder schlecht gelaunt? Ich verstehe es nicht. Also, das habe ich noch nie gesehen. Ja, dass einfach mal im Park ein Baum brennt, mitten in der Nacht. Ja, wenn wir jetzt hier irgendwie in Australien wären, dann hätte man das vielleicht noch auf Hitze schieben können. Ja, Sonnenstich, den der Baum abbekommt oder so. Oder, keine Ahnung, Meteoriteneinschlag. Keine Ahnung, aber dass hier einfach mal random Baum brennt, das war ja wieder Vandalismus. Das kann ich mir jetzt echt nicht anders erklären. Ja, Leute, so wird das nichts hier, ne? Von hier muss auch was gelöscht werden. Kommt mal alle hier hin, bitte. Sonst können wir hier einpacken. So. Was zur Hölle ist denn jetzt los? Okay, das finde ich jetzt voll cool. Also das ist doch wohl absoluter Witz, ja. Jeder, der schon mal ein Osterfeuer angezündet hat, der weiß, wie schwer es ist, das am Laufen zu halten. Ja, und hier dieses komische Osterfeuerersatz im Bauminneren, ja, das will einfach nicht ausgehen. Mitten in der Nacht vor allem, ja, hat stundenlang geregnet und was nicht alles. Also, da fühle ich mich jetzt echt ein bisschen verarscht. Wieso ist denn das Feuer jetzt wieder so krass angegangen? Ja, irgendwie wird das hier nichts. Von wegen einfachste Mission aller Zeiten. Ich krieg ja überhaupt nichts gebacken hier. Ich habe 4 Feuerwehrmänner hier am Start und es wird einfach nichts. Ja, das liegt an meinem Team, also nicht an mir und meiner kompetenten Teamführung. Das ist ja wohl auch klar. Ja, die Fehler immer bei den mittleren Missionszeit abgelaufen. Ja, ist ja zu freundlich. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich die Scheiße hier löschen soll. Vielleicht mit mehr Geduld. Ich war ja eigentlich schon so gut wie fertig. Und dann ist das Feuer einfach wieder losgebrochen. Ja, es bringt halt nichts. Check's nicht. Ich bin echt so ein schlechter Feuerwehrmann. Ich hatte aber auch noch nie den Wunsch im Leben, Feuerwehrmann zu werden oder so. Ich war auch noch nie irgendwie bei der Feuerwache saufen oder so. Da konnte man ja auch als zivile Person immer mal hin im Dorf. Da war ich auch noch nie. Also, meinen höchsten Respekt auf jeden Fall für Feuerwehrmänner und so weiter. Ah, das wäre jetzt, glaube ich, nichts für mich. Ja, man sieht es ja schon im Spiel, dass ich das nicht kann. Vor allem kann ich den Schlauch wahrscheinlich gar nicht hochheben. Ja, ich mit meinen Strichmännchenarmen. Was soll ich denn da machen? So. Ja, wir haben es halt geschafft, alles cool. Ja, ich weiß nicht, warum das Feuer einfach wieder angegangen ist. Spontane Selbstentzündung vom Baum, ich weiß es einfach nicht.
Ja, also das soll mir jetzt mal wirklich jemand physikalisch erklären, dass einfach der Baum wieder sich selbst entzündet, nachdem schon 90% gelöscht war. Also, das muss ja hier eine ganz explosive Atmosphäre sein in diesem Ort, in dem wir hier leben. Also Deutschland, kann das nicht sein, wo wir das spielen. Schlauch angeschlossen, ja, Menschenskinders. Ja, langsam, ist mir doch sowas von wurscht. So, ja, keine Ahnung. Ich habe ja gesagt, wir machen eine Mission pro Video und das halte ich tatsächlich auch ein, weil es gibt halt wirklich Missionen wie die hier, die wirklich schnell gehen. Aber ich habe auch schon mal ein bisschen geguckt bei anderen. Da gibt es Missionen, die sind nicht von schlechten Eltern. Ja, es gibt irgendwann mal so einen Büroraum, der komplett am ja, Verbrennen ist. Und da werde ich sowieso 2 Stunden brauchen. Von daher, ja, um Konsistenz wegen willen, machen wir nur eine Mission pro Video. Ich finde das ganz angebracht. So. Die haben wir, die haben wir. Oder was haben wir hier noch? Explosive Hotdogs. Ja, gut. Das können wir auch noch eben machen. Komm, scheiß drauf. Ja, die Hotdogs, die dürfen auf keinen Fall verkohlen. Ja, Hotdogs, die müssen gekocht werden, die Würstchen, und nicht gegrillt werden. Dann sind es keine Hotdogs mehr, dann ist das ein Grillbrötchen. Nennt man das so? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Fleisch nicht aus. Oh, also das vermisse ich auch so ein bisschen. Ja, schöne Hotdogs für 1 € bei Burger King essen, ey. Menschenskinders. Hotdogs habe ich eigentlich immer gefeiert. Ah, es gibt ja auch vegetarische Würstchen. Oder statt Würstchen nimmt man einfach Bananen, ja. Kennt ihr diese komischen Facebook-Bilder, ja, wo einfach Leute statt einer Wurst Bananen in ihr Brötchen legen und da Ketchup und Röstzwiebeln drauf machen? Das muss super gut schmecken. So, ich glaube tatsächlich, dass ich hier mit Feuerlöscher dran muss. So, ich habe keine Zeit mehr, die Leute verhungern hier. Ja, tut mir leid, Kollege, aber der Hotdog-Stand steht in Brand. Da kann ich jetzt auch keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Ey, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein, dass ich hier 2000 Kilometer fahren muss. Ja, wir sind die Good Guys. Ich versuche hier, dass die Leute, die sich sowieso ausschließlich von Hotdogs hier ernähren in Amerika, nicht verhungern, ja. Also das darf ja wohl echt nicht wahr sein. Ja, ich will ja jetzt hier keine Klischees bedienen, aber laut meinem Weltbild ernähren sich Amerikaner stets von McDonald's und Hotdogs. Und Italiener nur von Pizza und Pasta, Deutsche nur von Bockwurst und Kartoffelsalat und ja, Niederländer nur von Haschkeksen. Ja, ich habe ein sehr stabiles, klischeefreies Weltbild auf jeden Fall. Nee, ist natürlich alles nicht ernst gemeint. So. Ach, wisst ihr was? Wieso sage ich das da immer zu? Ja, sollen irgendwelche Dullis, die keinen Humor haben, ja, die besonderen Schneeflocken, sollen die meine Videos haten? Das ist mir jetzt sowas von egal. Ja, ich sag sowas jetzt nicht mehr. Ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich da total gechillt bin. So. Und zack, ohne auf die Bremse zu treten. Bam, yeah, Baby, so muss es aussehen. Ja, wir müssen hier mal die Leute anschieben und die stehen alle im Parkverbot. Das geht auch nicht einfach so. Da liegt Waschpulver auf dem Boden. Der ist mir sympathisch. So, noch 800 Meter. Easy going. Downtown. Ja, vom Uptown. Hier vom Downtown. Irgendwie so ging der 2 Chainz-Song. Ich weiß es nicht mehr. So. Hä? Habe ich einen Motorschaden oder wie klingt das hier? Victoria Springs. Also wir sind auf keinen Fall in Deutschland. In Deutschland heißen die Orte Hasenbrüttel und Georgsburg und was nicht alles. So coole Namen wie Victoria Springs, die sind da vergeblich. Ja, das klingt richtig edel. Victoria Springs. Ey, lass mal heute Tütenwein trinken auf dem Parkplatz vom Einkaufscenter von Victoria Springs. Das klingt besser als lass mal heute in Friedrichshain uns die Kante geben, Jungs. So. Ich habe auch wieder ohne Blaulicht war ich unterwegs. Das ist einfach nur peinlich, ehrlich. Ja, so hätte es aussehen müssen. Was heißt der 360-Check? Der Mülleimer steht in Flammen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn das hier für ein Terroranschlag auf einen Hotdog-Stand? Das gibt's doch nicht. Wo ist das SEK, wenn man das braucht? Ja, gut.
Wir sind hier in Amerika, wie gesagt, aber trotzdem. Wieso zündet jemand den Mülleimer an? Da wollte wohl jemand keine Umweltauflagen einhalten. Also, was ist denn heute los? Was sind das für Missionen? Ja, vielleicht waren das wirklich irgendwelche Veganer, ja, die sich sagten, boah, nee, Hotdog-Stände, die dürfen nicht existieren, solange sie irgendwie suchen und retten. Ja, was müssen wir hier retten? Der liegt doch der liegt doch offensichtlich hier auf dem Boden. Ja, komplett besoffen. Ja, ich glaube, das ist der Veganer. Ja, der war irgendwie saufen mit seinen Jungs, Fassbrause trinken, weil Veganer dürfen ja keinen Tütenwein trinken. Und, ja, daraufhin dachte er sich, dieser Hotdog-Stand, der darf nicht existieren, solange der nicht Bananen statt Würstchen verwendet für seine Hotdogs. Und dann hat er den einfach angezündet. Wie, das war's wirklich? Ich dachte, vielleicht sind noch irgendwelche Leute unterirdisch, weil das war ja, wurde ja gerade so angedeutet. Aber wo ist denn das jetzt? Kann ich das nicht mit Feuerlöscher machen? Nehmen die sich ein? Natürlich nicht. Was? Yes, sir. Ich versuche das erstmal mit Feuerlöscher. Du sollst den Feuerlöscher nehmen. Das kann wohl wieder nicht wahr sein. Welcher Dulli bist du denn? Nummer 2. Okay. Yes, sir. Jetzt mach mal was für dein Geld, ja? So, ich gucke einfach mal, ob das geht. Nee, das sieht wieder scheiße aus. Ja, wenn die Leute nicht Feuer löschen wollen, dann kann ich auch... Willst du mich komplett verarschen? Ich brauche mein Team ja gar nicht. So, die machen wir auch erstmal nass, die Leute hier. Uhuhu. Ja, ich bin total der asoziale Feuerwehrmann. Das war aber auch jedem klar, dass das Let's Play hier wieder nicht kuschelwuschel super häschenhaft wird von mir. Ich schieb die Leute beiseite auf den Straßen, ich spritz die Passanten nass, ich erlaub mir hier die Späßchen. Gut, dann wär's das für dieses Video tatsächlich, das sieht doch ganz gut aus, Herausforderungsbonus, spitzenmäßig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, RDLP rettet die Hotdog-Stände vor den Veganern. Bis dahin.